Was macht ihr, wenn ihr sitzt? Knackt ihr Nüsse? Nein, nein. Wir lesen. Ihr macht was? Lesen. Was ist das? Wir lassen uns Geschichten erzählen. Herzlich willkommen, grüezi miteinander. Ja, liebe Jugend von gestern und vorgestern, liebe Senioren von morgen und übermorgen, und da, liebe Kinder, seid ihr gemeint. Im Namen von Pro Senectute darf ich Sie zur Verleihung des Prix Chronos hier im Verkehrshaus Luzern ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen. Besten Dank. Die anderen sitzen im Bank vis-à-vis, dass sie lange noch sehen, wo der Zug schon ist gsi, und der Rücken zukehren der Richtung wohin der Zug fährt. Jetzt stellt euch vor, jeder behauptet einfach, so wie ein Arzt gesagt, sei es richtig, und schon haben sie Krach. Sie geben einander mit Schirmen aufs Dach der Zug fährt. Wer hat alles gelesen von euch? Sind das jetzt viele oder wenige? Okay. Wer hat alle 5 gelesen? Wow. Okay. Wer hat nur 1 gelesen? Ehrlich sein? Ja, nur 1. Welches? Haben wir ein Mikrofon für den Herrn, der gesagt hat, er hat nur 1 gelesen? Welches? Als Opa alles auf den Kopf stellt oder so ähnlich. Als Opa... Alles auf den Kopf stellte. Alles auf den Kopf stellte. Wer schaut gerne Fernsehen? Hand hoch. So wenige. Außer mir. Wer schaut gerne Fernsehen? Ich bin Fernsehkind. Ah, es sind auch noch einige mehr. Schön. Okay. Christine Lötscher, die jetzt zu mir auf die Bühne kommt. Herzlich willkommen. Christine Lötscher ist Literaturkritikerin für Kinder- und Jugendbücher. Sie wählt ab diesem Jahr die Bücher aus. Wie kommst du auf diese Bücher? Das ist eine gute Frage. Es ist nämlich gar nicht so leicht. Denn es gibt ja ein paar Kriterien. Und zwar eins ist das Alter. Also für die Kinder, die mitlesen, sollte es nicht zu... Also es darf einfach sein, also keine Bilderbücher, es darf aber auch nicht ein richtiges Jugendbuch sein, so ab 14, 16 und so weiter, sondern von 10 bis 120. Und dann ist natürlich das Thema Alt und Jung, das Thema Generationenverhältnis. In die welche Klasse gehst du? 6. In die 6. Klasse. Hast du alle Bücher gelesen? Also bis auf 3 schon schon. Welche 2 hast du gelesen? Zeit der Geheimnisse und Kenny und der Drache. Zeit der Geheimnisse und Kenny und der Drache. Und welches hat dir gefallen am besten? Kenny und der Drache. Entschuldigung. Kenny und der Drache. Hm? Muss ich ein bisschen da stehen. Hat dir Kenny und der Drache auch gut gefallen? Ja. Ja? Hast du das gewählt? Ja. Wieso? Also, Zeit der Geheimnisse war einfach schwieriger und ja. Schwieriger gewesen? Also zum Lesen. Zum Lesen? Ja. Okay. Du hast alle 6 Bücher gelesen? Nein, nur 3. Nur 3. Jetzt frage ich anders, welche 2 nicht? Zeit der Geheimnisse und... Ich weiß nicht, wie es andere heisst. Weißt nicht, wie es andere heisst. Okay. Du schon mal bei den Grosseltern in der Ferien gewesen? Ja, schon mehrmals. Ist es schön dort? Ja, ja. Wieso? Kann ich es nicht sagen. Kannst du jetzt, willst du lieber nicht sagen. Was hast du für ein Buch gewählt? Anton taucht ab. Warum? Es hat einfach Spass gemacht, sie sind geschrieben und so. Mhm. Hast du auch ein ferngesteuertes Auto? Weiß doch nicht. Du weißt doch, ob du ein ferngesteuertes Auto hast? Nein, ich glaube nicht. Hast du schon mal versucht, selber eine Geschichte zu schreiben? Nein, noch nie. Noch nie? Es gibt einen ganz einfachen Trick, oder? Zuerst Geschichten aus anderen zusammensetzen, so wie ich es gemacht habe, und nachher selber schreiben. Das funktioniert wunderbar. Das Bücherlesen, hat das Spass gemacht? Ja. Ja? Was macht denn so Spass am Lesen? Also, es sind auch mal verschiedene Bücher und mal wieder kennt man wieder mal etwas Neues. Mhm. Was hat dir Spass gemacht? Also, dass wir nicht so viele andere aufgegeben haben. Ja.
Aber sag mal, sonst lesen, wenn sie jetzt weißt, nicht in der Schule, sonst lesen tust du gern? Manchmal nicht, manchmal schon. Leben deine Großeltern noch? Also eine Großmutter, die habe ich gar nicht mehr erleben können und die anderen, die Großväter, schon noch, aber ich erinnere mich fast nicht mehr. Und das ist ja etwas, was sich jetzt langsam ganz stark ändert, weil die Lebenserwartung länger wird. Können diese verschiedenen Generationen sich auch länger begegnen und austauschen? Heute leben bis zu 4 Generationen zusammen. Es gibt ja Zeitungen, die schreiben, dass das ganz gefährlich sei für unsere Gesellschaft und eine Herausforderung. Ich finde, es ist vor allem ein großes Potenzial und es ist etwas Wunderbares, dass so viel Gelegenheit besteht, dass eben die verschiedenen Generationen auch ihre Erfahrungen einbringen können. Und ich erlebe gerade bei der älteren Generation, dass die so viel Energie noch haben, so viele Ideen und sich auch freuen, wenn sie das in die Gesellschaft einbringen können. Also ich finde, das hat auch etwas sehr, sehr Gutes, diese längere Lebenserwartung. Wir haben eine Besucherin, ich glaube, sie ist unsere älteste Teilnehmerin. Und vorhin ganz am Anfang habe ich sie kurz gesehen, hat sie mir gesagt, sie sei froh, dass sie es geschafft hat hierher. Und sie ist 91 Jahre alt. Wow. Und ich finde das ganz toll. Da drüben, ja. Dein Applaus, Frau Schmid. In der Chronik von Pichronos schreibt man das 7. Jahr. Wieder hat es 5 Bücher zu lesen gegeben, es ist sonnenklar. Mit Grossvätern, Hexen, Drachen, Geschichten wunderbar. Und jetzt will man wissen, welches Buch ist heuer der Star. Bei den Junioren hat gewonnen. Ich glaube, die Kinder wissen es fast besser. Wollen wir es miteinander sagen? Wer hat gewonnen? Kenny und der Drache. Ja. Gewonnen hat. Auch das habt ihr vielleicht bereits erraten. Als Opa alles auf den Kopf stellte. Von Marianne Musgrove. Und sie wohnt in Australien, wäre halt auch ein bisschen weit weg, ob mit oder ohne Drachen. An den Prix Chronos Schweiz 2011. Es ist mir eine riesige Freude, es ist mir eine große Ehre, dass das Buch Als Opa alles auf den Kopf stellte zu den Gewinnern des Prix Chronos 2011 gehört. Generationenprojekte fördern das Verständnis zwischen Jung und Alt. Das ist genau, was ich mit meinem Buch zu erreichen hoffte. Meine Absicht war es, diese Beziehung in all ihren Dimensionen zu erfassen. Ich wünsche dem Prix Chronos ein langes Fortbestehen. Mit aufrichtigen Grüßen, Marianne Musgrove aus Australien. Pascal Bruder, ich danke dir ganz herzlich, dass du da herzlichen warst. Dank. Für die tolle Preisverleihung. Vielen Dank. Danke vielmals. Dein Applaus. Danke. Danke. Alles Gute. Pascal Bruder. Das alles organisiert haben, gemacht haben, dass das funktioniert, hin und her gesprungen sind, bis zur letzten Minute, wo ich hier auf der Bühne gestanden bin. Und das ist Isabel Schmid und ich bin wieder von der Prosenektuter-Bibliothek. Euren Applaus. Damit wäre mein Teil ebenfalls beendet. Ich darf an Hauz übergeben, der uns zum Abschied und zum Hinausgehen noch 1-2 Stückli spielt. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr da wart. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Jahr.